Wir haben all das schöne Geld verspielt. Ich habe es ausgegeben. Ich habe noch viel mehr als das Geld verspielt. Ich habe etwas verspielt, was ich gar nicht hatte. Sie sind dumm, was man nicht hat, kann man nicht verspielen. Haben Sie etwas von Paulina gehört? Paulina ist sehr krank, sie ist in der Schweiz. Und der Krühe ist auch in der Schweiz? Paulina hat sie geliebt. Mehr noch. Ich kann Ihnen sagen, sie liebt sie immer noch. Aber Sie bleiben ja doch hier. Ich werde noch einmal spielen, noch einmal mein Glück versuchen und danach fahre ich sofort zu Paulina. Nein, das kann ich annehmen. Alexei, ich würde Ihnen gerne das Doppelte geben. Aber ich bin sicher, Sie würden es nur verspielen. Ich mag auch ihre Perlenkette. Dankeschön. Sehr schön. Ich auch. Wenn das kein Zufall ist. Sie haben mir das immer noch nicht gesagt. Naja, ich... Ich möchte Ihnen einfach glauben. Ja, ich möchte Sie auch überzeugen. Ja, dann aber schießen Sie mal los. Ja, keine Ahnung, wie soll ich Sie überzeugen? Ich könnte hier runterspringen, wenn Sie es im Allerernsten von mir verlangen würden. Das glaube ich aber nicht. Was würde ich machen? Das ist so schön. Dann würde dieser Moment ewig bleiben. Nie wieder vergehen. Ich glaube nicht. Aber Sie verstehen mich doch, oder?
Können Sie diesen Ring für mich verkaufen? Zuerst sagst du mir, was das mit den Franzosen war. Nimm den Ring und dann werde ich dir deine Frage beantworten. Versprochen? Ja, Pikachu! Я генерал, в конце концов. Алексей Иванович, срочно, сейчас же, немедленно. Алексей Иванович, немедленно в Женеву. Продать акции? Прекратите. Алексей Иванович, смирно! Я генерал, выполняйте. Thank you.
sie denn so lange gesteckt? Ja. Oh, meine liebe Damen und Herren, bitte kommen Sie essen. Bitte. Merci. Merci. Meine Damen und Herren, Mr. Ashley, unser neuer Freund. Mr. Ashley, das ist Knyaz Dinsky. Und das ist Comtesse de Grie. Oh, Entschuldigung, das ist Monsieur de Grie. Das ist Comtesse Blanche. Ich, Entschuldigung, meinen Kopf mit dieser schönen Madame Blanche absolut nicht habe. Und das ist meine Tochter Paulina. Paulina. Monsieur de Grieux? Monsieur de Grieux? Ja, natürlich. De Grieux. Nun, bitte essen Sie. Zum Wohl. Santé, hein? Santé. 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 Petit chouchou? Non. Santé. Nicht. Ist sehr hässlich. Ah. Ja. In die Kartoffeln rein. Et mon petit chouchou. Meine Schatz. Ah. Bravo. Alexei Ivanovich, darf ich Sie dazu bitten? Sie wissen? Alexei, wir haben uns schon kennengelernt. Wir sind zusammen gereist. Ich habe ihn aufgenommen. Sehr schön. Im Wagen. Sehr schön. Und? Dankeschön. Gerne. Hatte ich Ihnen eigentlich erzählt? Ich war noch gar nicht fertig vorhin im Wagen, als wir uns unterhielten. Ich war dieses Jahr in ganz weit oben, Nordkap. Sehr reizvolle Gegend. Und im letzten Jahr war ich in Grönland. Kennen Sie Grönland? Nein. Meine Herrschaften, Grönland. Sehr empfehlenswert. Hm. Hm. Aber man muss sich warm anziehen. Sehr viel. Eisbären und so ein Zeug. Eisbären. Sehr viele Eisbären. Viele Eisbären. Bei uns in Paris gibt es keine Eisbären. Keine Gletscherspalten. Oh, wie langweilig. Nein. Das ist nicht langweilig. Paris ist wunderschön. Paris ist wunderschön. Oui. Santé. Santé. Aber Moskau ist auch beautiful. Brilliant. Bien sûr. City. Mais Paris, auch in Grönland trifft man Paris. Paris ist formidable. Seltsamerweise. Ja. Nein. Sie müssen mir das eine glauben, bei uns in Frankreich, da herrscht so ein ganz anderes Bewusstsein von Kultur als zum Beispiel in Russland. Naja, man muss sich nur das Essen anschauen. Also wer kein französisches Essen mag, mon Dieu. Selbst die Deutschen sagen, wie Gott in Frankreich. Ganz abgesehen vom französischen Kuss. Also ich habe noch nichts von einem russischen Kuss gehört. Wissen Sie, als Russe hat man heutzutage kaum die Gelegenheit, die französische Küche auszuprobieren. Die ganzen Hotels sind mit Polen und Franzosen überschwemmt, die die Russen hassen. Da hat Ihnen anscheinend jemand eine tüchtige Lektion verpasst, wa? La Lektion. So. Das glaube ich kaum. Das letzte Mal, dass ich mich mit einem Franzosen unterhalten habe, das war auch in so einem Hotel. Ah. Als ich ihn dann irgendwann mal angedroht habe, in seinen Kaffee zu spucken, hat er sich plötzlich auf meine Seite geschlagen. So einfach ist das. Ja, natürlich. Wahrscheinlich deswegen, weil er von der Art, wie Sie Ihren Kaffee zubereiten, einigermaßen verblüfft war. Ha 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 ha
Dann habe ich Ihnen erzählt von dem einen jungen Mann, ein Russe. Nein, Sie haben mir noch nichts erzählt. Moment mal. Dem hat ein Franzose ins Gesicht geschossen als kleines Kind, nur um sein Gewehr zu entlernen, weil er meinte, dass es schick ist. Es ist ja auch so Paris-typisch, nicht wahr? Ich vertrete mir die Beinchen. Oui. Guten Appetit. C'est une bonne idée. Non. Spazieren? Spazieren gehen. Oui. Merci, merci. Wir haben noch gar nicht gegessen. Und? Ja, 700 Franc. Was, denn 700? Aber der Ring war doch mindestens 2000 wert. Ich habe das Geld wirklich dringend nötig, sonst bin ich... Hat sich hier irgendwas verändert? Was war denn jetzt die Frage? Babuschke. Auf einmal ist hier alles so die liebevolle, harmonische Familie eingestellt. Und wenn sie gestorben ist und ich das Geld habe, dann will er mich heiraten. Darauf wollen Sie doch hinaus, erst oder? Erst dann? Wir sollten den Engländer nehmen. Der Franzose ist zwar hübscher, aber dafür... hinterhältig. Irgendwann würde ich wirklich dieses Wort sagen, los, springen Sie für mich runter. Aber im Moment brauche ich Sie leider noch. Spielen Sie für mich. Иванович, was ist das? Was kommen Sie? Я иду погулять. Вы идете в казино с ребенком? Ich habe kein Geld, also kann ich kein Geld verspielen. Kein Geld, mein Gott. Ich vergesse. Ich kann geben Sie Geld. Bitte. И, пожалуйста, не ходите с ребенком в казино, а идите гулять. Übrigens, in Zukunft möchte ich von Ihnen in Ruhe gelassen werden. Nehmen Sie die Hälfte, Sie werden doch sowieso wieder für mich spielen.
Sehen Sie, sehen Sie, da, ah, das ist Telegramm, das ist Telegramm. Haben Sie Telegramm? Ich habe kein Telegramm. Warum? Entschuldigung, ich muss weiter. Es ist alles vorbei, vorbei, vorbei. Es ist vorbei. Schnauze! Ich hab gesagt, Schnauze! Gib mir so auf den Senkel hier, gib mir so auf den Senkel! Bonjour, Mademoiselle. Bonjour. Ja, die Blanche. Ich kenne Frauen wie Sie. Alexei Ivanovich, würden Sie mit mir spazieren gehen? Entschuldigung, ich glaube, ich muss jetzt kurz weg. Entschuldigung. Wissen Sie, ein Franzose, der kann auf alles Mögliche zurückgreifen. Die ganzen Bücher, die die Mädchen gelesen haben, ja. Ein Franzose, er kann auch noch der Dummste der Welt sein, wenn er sich eine Auster aufs Gesicht hält, kurz anhält, nichts macht. Da denken unsere Mädchen, weiß Gott was, dann haben sie all die großen Bücher vor Augen, werden ohnmächtig, fallen um. Verstehen Sie? Bitte spielen Sie für mich. Aber wozu brauchen Sie es? Ich will es wissen. Spielen Sie für mich. Ich habe verloren. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich nur gewinnen kann, wenn ich für mich selbst spiele. Ich kann nur für mich selbst gewinnen. Hallo Polina, hier ist der Alexei. Das mit gestern, das tut mir wirklich furchtbar leid. Ich hab's auch nicht so gemeint, aber das verstehen Sie sowieso nicht.
Ich kann nicht für sie spielen. Ich kann nur für mich selbst spielen. Ich kann nur mein eigenes Geld einsetzen. Und ich kann das nicht für fremde Leute tun. Das ist eine ganz andere Motivation. Das kann man nicht machen. Wenn Sie gewinnen wollen, dann müssen Sie es auch genauso tun wie ich. Selbst hingehen ins Casino. Bitte, Paulina, ich kann Ihnen ganz genau sagen, was Sie da tun sollen. Ich kann Ihnen alle möglichen Tricks beibringen. Aber die einzige Sache, die ich nicht für Sie machen kann, ist für Sie spielen. Weil ich nicht gewinnen kann. Bitte glauben Sie mir das. Treffen Sie sich mit mir. Bitte. Ja, Matthias. War ja auch Liebeskummer. Ja. Ja. Oder der damals, als Regen angeschossen hatte. Das war auch Liebeskummer, ja. Der wollte nur seiner Freundin imponieren und so. Ja, ja. Also das setzt die größten Energien frei. Liebeskummer ist sozusagen wie eine Atombombe ins Herz mitunter. Ja, ja, also natürlich. Leider. Das Schlimmste, was einem fühlen im Herz geschehen kann. Ja. Das ist das Ding, das alles gestaltet, das neue. Ja. So, das alte. Ja, das neue alte. Süß. Sad. Aber glauben Sie mir, ich würde wirklich alles für Sie tun. Ich würde in die Schlucht für Sie springen. Sie brauchen das nur zu sagen. Ja. Wird. Ja, ich glaube Ihnen. Nein. Machen Sie es mal. Probieren Sie. Sagen Sie es. Ja, ich glaube Ihnen ja. Sie sind kein Feigling, oder? Ich weiß nicht. Wenn ich Ihnen sagen würde, töten Sie diesen Menschen, würden Sie es tun? Wenn denn, den Krühe? Wenn ich will. Aber wen denn? Irgendwen! Ja, ich würde es machen. Glauben Sie, ich würde mir da Gedanken machen? Ich würde einfach diese da sagen, mich umdrehen und weggehen. Würden Sie das ertragen? Ich habe es getan. Ja, und jetzt sehen Sie, wie Sie damit klarkommen. Paulina, ich meine, lass mir das Ganze. Ich, Ujitel, ich Lehrer. Und du, die Tochter des meines Arbeitgebers. Lass mir das. Was bleibt am Ende? Am Ende bleibt das doch, dass ich ein Mann bin und du eine Frau. Und du liebst mich doch. Ich liebe dich. Ich meine. Ist das nicht genug? Paulina! 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 Ah!
Sekunde, bitte. Ich glaube, ich würde verrückt. Ich liebe sie so. Ich habe jetzt keine Zeit. Bitte. Nun, wissen Sie, warum Sie stehen da? Nein. Wissen Sie, was ist das, diese Leute? Hochste deutsche Familien. Und Sie испугали их. Я никого не испугал, генерал, что вы говорите? С завтрашнего дня вы больше не обедаете за моим столом. Вы с завтрашнего дня будете платить сами. Я больше вообще не желаю, чтобы вы имели отношение к моей семье. Nehmen Sie Geld. Aus. О, мой Gott. Hier, nehmen Sie das Geld als Entschuldigung für das Geld von Ihnen, was ich verloren habe. Dann werde ich es verspielen. Paulina, es ist denn Ihnen denn egal, ob ich mich mit dem Baron duelliere oder nicht? Das ist nicht meine Angelegenheit. Und wenn, dann sollten Sie sich mit dem Franzosen duellieren. Man wird Sie von hier entfernen. Sie werden keine Gelegenheit haben, auch nur in die Nähe des Barons zu geraten. Haben Sie mich verstanden? Sie kennen doch Mr. Astley, oder? Der ist ein Freund von mir. Der liebt mich. Und er hat wiederum einen Lord als Onkel. Und der kennt wiederum den Baron. Und wenn Mr. Astley zum Baron für mich hingeht, dann wird er ihn garantiert nicht abweisen. Alexei. Alexei Iwanowitsch, bitte. Einen Moment. Bitte tun Sie das nicht. Haben Sie sich also schon von den Ihren getrennt? Sagen Sie zuerst, woher Sie das wissen. Oder wissen das schon alle?
Nein, das wissen nicht alle. Es wäre auch gar nicht gut, wenn das alle wüssten. Niemand spricht davon. Aber woher wissen Sie das? Ich weiß es eben. Ich mag Sie. Und deshalb wollte ich mich erkundigen, was Sie nun vorhaben. Ach, Sie sind ein guter Mensch, Mr. Astley. Lassen Sie uns das mal mit Kaffee in Ruhe trinken und dann erzähle ich Ihnen alles. Ich werde hier bleiben. Das habe ich mir schon gedacht. Es gibt so unglaublich viele Sachen, die mich jetzt auf einmal mit Polina verbinden. Ich kann sie auch nicht hier einfach alleine lassen. Ich meine, ich will es nicht verheimlichen. Also, ich habe mich in sie verliebt und ich habe sie auch gesagt. Und ja, ihre Reaktion war, sie hat sich das wirklich, wir haben darüber geredet und sie fand es, glaube ich, ziemlich gut. Also ich meine, sie fand es nicht schlecht. Also, naja, sie hat mich aber auch ausgenutzt. Sie hat mich, ich weiß nicht, manchmal fühle ich mich so unglaublich erniedrigt von ihr. Ich erzähle alles, ich schütte in mein Herz aus und sie lacht über mich, sie macht sich lustig über mich. Ich fühle mich wie, manchmal fühle ich mich gar nicht mehr wie ein Mensch. Ah, und dann gibt es noch so viele Sachen, die so wunderbar sind. Sie können mir so unglaubliche Momente bescheren. Ich glaube, das kann sich gar nicht vorstellen. Das kann sich, glaube ich, keiner vorstellen. Er wäre da, dieser verdammte Franzose nicht. Der Typ ist überall, wo sie ist. Ich sehe ihn. Ich glaube, er verfolgt sie. Er ist immer in ihrer Nähe. Ich weiß nicht, ob sie es beobachtet haben. Also, aber sie müssen sich's mal anschauen. Also überall, wo sie hingeht, folgt er ihr. Also dieses dämliche Schwein, das in jedes Loch reinkriegt und auf alles. Alexei, das gehört nicht hierher. Sie haben kein Recht, so zu sprechen. Was Sie da vorbringen über Paulina und Degrieux, das sind Vermutungen, oder haben Sie auch Fakten? Ja, nicht direkt, aber hier sehen Sie, dann ist das, was Sie über Paulina sagen, gelogen. Und darüber hinaus sind das unbegründete Vermutungen. Und damit haben Sie sie beleidigt. Aber was sagen Sie dazu? Heute Morgen kommt der Franzose zu mir, dann macht er den hier. Sie bettelt mich an, das zu tun, was der Franzose will. Können Sie sich das vorstellen, dass Paulina mich der Unwichtigste hier, den Hauslehrer, dass sie ihren Hauslehrer dass sie ihn anbettelt, das zu tun, was dieser dämliche Franzose will? Können Sie sich das vorstellen? Ich meine, was für eine Macht dieser Mensch über sie ausüben muss. Am liebsten würde ich ihn umbringen. Ich auch. Guten Tag, meine Herren. Kann ich vielleicht Feuer haben? Vielen Dank. Aber was Paulina betrifft, Alexei, manchmal, das wissen Sie doch, treten wir in Beziehungen mit Menschen, wenn es notwendig ist, die wir hassen. Es kann sich dabei um eine Beziehung handeln, von der Sie gar keine Ahnung haben. Guten Tag. Kann ich Ihnen etwas bringen? Ich hätte gerne einen Kaffee. Tee, bitte. Aber was das betrifft, da kann ich Sie teilweise beruhigen. Dieser Einfall, den Paulina hatte, der ist nur sehr schwer nachzuvollziehen. Allerdings konnte sie auch nicht ahnen, dass Sie auf diesen Einfall so schnell reagieren. Und Moment mal. Sie hat das doch nur zum Scherz gesagt. Woher wissen Sie das? Ich habe Ihnen nichts gesagt. Hören Sie, Sie haben sich doch mit Paulina unterhalten. Also raus damit! Haben Sie sie getroffen? Aber Sie haben keinen Grund, eifersüchtig zu sein. Im
Übrigen, ich mag Sie sehr, aber gewisse Fragen zu stellen haben Sie kein Recht. Aber was sagen Sie denn zu diesem jungen Streich, diesem kleinen, unbedeutenden jungen Streich mit dem Baron? Ich gehe einfach vorbei und sage zu seiner Frau etwas auf Französisch und daraufhin, wieso machen Sie so einen unglaublichen Stress wegen dieser Kleinigkeit? Ich könnte mir vorstellen, dass das mit Mademoiselle Blanche im Zusammenhang steht. Aber was? Sehen Sie, Alexei, ich habe Mademoiselle Blanche vor einem Jahr schon einmal hier im Casino getroffen. Damals nannte sie sich noch Mademoiselle Selma. Da hatte sie keine Mutter. Es gab auch keinen de Grieux. Nur viele andere Männer. Wenn Sie mich fragen, dann haben sich die beiden erst vor kurzem kennengelernt und sind keineswegs miteinander verwandt. Ja, aber es gibt genug Leute, die sie kennen und... Ja, das mag ja sein, aber Mademoiselle Blanche oder Selma, wie sie sich früher nannte, ist aufgrund einer Anzeige der Baronin von der Polizei abgeführt worden. Es soll sich dabei um den Baron gehandelt haben. Jedenfalls, nun spielt Mademoiselle Blanche nicht mehr. Sie ist wahrscheinlich sogar vermögend. Vielleicht hat auch de Grieux Schulden bei ihr. Jedenfalls stecken beide unter einer Decke und möchten auf gar keinen Fall von der Baronin bemerkt werden. Ich verstehe überhaupt nichts. Es ist doch ganz einfach. Mademoiselle Blanche möchte gerne die Frau des Generals werden. Dann gibt es da noch eine kleine Schwester und einen kleinen Bruder. Und der General wird schon wissen, was er tut. Schließlich, ich nehme es an, kennt ja Mademoiselle Blanche viel besser als ich. Sagen Sie, Mr. Astley, wenn Sie das alles wussten, warum haben Sie verdammt noch mal niemandem etwas gesagt? Warum haben Sie mir nichts gesagt, dem General nichts gesagt oder der Polina was gesagt? Sie hätten doch die ganze Familie retten können. Ja, aber lieber Alexei, warum? Wen hätte ich denn warnen sollen? Sie hätten nichts ändern können, nichts. Gibt es doch diese Erbschaft. Eine Erbschaft? Naja, die alte Hexe aus Moskau. La Babuschka. Babuschka? Ja, sie ist super reich. Sie warten doch alle auf ihr Tod, haben sie das nicht gemerkt? Wo ist das Telegramm? Wenn das Geld da ist, dann sind alle glücklich. Das heißt, wenn es ein Erbe gibt, dann heiratet der General, Paulina ist frei, de Grieux zählt das Geld und ist zufrieden. Вы меня уже не ждали. Вы думали, я уже в Москве умерла, а я вот приехала живая. Дамы и господа, я хочу просить руки очаровательной мадемуазель Бланш. Я прошу разрешить, чтобы заняться этими двумя шлюзами, сидеть на русле. Я. Ja, ich glaube, ja. Große Schlösser, kleine Schlösser. Weiß nicht. Ich war nie dort. Sie waren nie dort? Ja, ich habe in Petersburg gewohnt. Ach, in Petersburg? Im Haus. Diese Industrie, Sie haben doch auch eine Industrie irgendwo, habe ich gehört. Ist das richtig? Ist nicht wahr, oder? Ja. Doch. Wenn Sie es sagen. Kann ich mal eines Ihrer Schlösser besuchen? Ja, ja. Ja? Das muss er machen. Bitte. Bitte. Nicht los! Vorsicht! Nicht los! Stopp! Stopp! А вот и я. Приехала. Вы думали извещение о моей смерти получить? А я сама приехала. Испугались? Нет. Удивились? Что? Не сердитесь? Ну что ты, уходи. Прочь. Прочь. Прочь от меня. Полина. Komm, иди сюда, туда иди.
Полина, тебе я желаю только счастья, только хорошего. Ты красивая девушка стала. Ну, говорят, у тебя плохой характер. Ну, ничего, у меня тоже характер не очень важный. Это не так важно. Возьми этот цветок. Да, да, да. А. Повернись, повернись. Дрю, а. А, да, я. Если бы я была мужчиной, я бы в тебя влюбилась, да. Но ты должна сделать свой выбор уже, да. Молодость и красота быстро проходят. Гораздо быстрее, чем ты думаешь, гораздо быстрее. Я возьму у тебя Алексея. Конечно. Он побудет при мне несколько дней. Конечно. И мы вместе с Алексеем пойдем в казино. Вас? Зачем? Да. Мы вместе тоже. С Алексеем вместе? Wir kennen uns seit 5 Minuten. Nein. Wir haben uns doch gerade erst kennengelernt. Ich meine. Давай. А что вы тут все бестолковые, тупые? Первый раз пришла в казино и выиграла. На тебе, на, ты хороший человек. Ты хороший человек, на тебе. Полина, а тебе, Полина, платье куплю завтра. А теперь уходите все, вы не действуете на нервы. Тебе денег не дам. А теперь все уходите. Вон, Раус. Уходите! Алли Раус! Go away! Алли! Все! Алексей! Ich bin vorbeigegangen, Mann, hab ich sie gespürt. So ganz ohne irgendetwas. Nur, Alexei. Nur mit meinen Sinnen. Ja, ich habe hier einen Brief an Mr. Astley, okay? Ich möchte, dass Sie ihn persönlich an ihn übergeben. Paulina, das ist wichtig, sofort. Paulina, was hast du mit Mr. Astley zu? Mr. Astley? Mr. Astley, ich habe hier einen Brief für Sie. Von Paulina. Wie ist das? Mr. Astley?
wollen uns etwas fragen. Das Ausland. Алексей Иванович! Что вы здесь стоите и смотрите? Вон отсюда! Вон к детям! Вон! Вон! Шнель! Вон! Уходи, Потапыч! Тебя здесь не должно быть! Шнель, Шнель, быстрее! Давай, скажи, ну что такое там? Потапыч, давай, давай! Уходи, Потапыч! Уходи! Давай скорее! Давай, давай, давай! Что ты? Давай скорее! Сейчас открою! Давай! Давай скорее! Потапыч, убирай сигнал! Потапыч, уходи прочь! Потапыч, Потапыч, уходи! Уходи, Потапыч! Еще нет. Тюк это. Вы только все хотите моей смерти. Вы больше моих денег хотите. Я проиграла, да, я проиграла. Но это мои деньги, не ваши деньги. Приведите мне Полину и Алексея. Sie wird noch 100 Jahre leben. Алексей. Полина. Полина, это правда, что твой отчим, этот безмозглый дурак, собирается жениться на этой актерке, на Бланш? Darüber weiß ich nichts genaues. Vielleicht. Ну ладно. Давай о тебе. Я хочу очень тебе счастья. Я хочу тебе добра. Я очень любила твою покойную мать, Катерину. Поедем со мной. Поедем со мной сейчас в Москву. Собирайся и поедем. А? Да? Нет? Скажи. Подожди. Конечно, я проиграла эти деньги, но у меня еще достаточно денег.
В Москве ты получишь дом, получишь хорошее содержание. Если тебе не нравится мой характер, ну, мы можем и не встречаться. Erlauben Sie mir die Frage, wollen Sie denn jetzt sofort gehen, oder? Ну, да. Да, ну что ж, я же не шутки шучу. Раз я сказала, так и будет, да? Бабушка. Ну? 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 Nein? Doch, ich bin Ihnen unglaublich dankbar für das, was Sie mir anbieten, wirklich. Und ich weiß, dass Sie mich verstehen und dass Sie meine Situation auch verstehen. Und ich fühle mich Ihnen wirklich sehr nah. So nah, dass ich wirklich bald komme zu Ihnen. Aber jetzt im Moment, da gibt es hier wichtige Gründe für mich und ich kann mich jetzt nicht entscheiden. Я знаю, почему ты здесь остаешься. Этот француз, он тебя до добра не доведет. Nein, wissen Sie, wenn Sie wissen Sie, die Kinder sind hier. Что Kinder? Для детей всегда найдется место. Дети не проблема. Что дети? Жаль мне тебя, жаль. Поедем. Ну, поедем, а? Ну, хорошо. Все, прощайте. Alexei. Die Schaffte, die hat alles verloren. Oh ja, davon habe ich gehört, schon vor ein paar Tagen. Leider war ich nicht dabei, ich war in Frankfurt. Wo waren Sie? In Frankfurt, geschäftlich. Mr. Astley, ich war in Frankfurt, ja. Mr. Astley, wissen Sie was von Paulina? Als ich noch in London war damals, ja. Also in London, interessiert mich, das müssen wir noch von ihren Firmen erzählen. Von den Firmen. Ja, nun, in der Nähe von St. Petersburg befinden sich einige. Bei Petersburg? Ja. Алексей Иванович. Я прошу, как просит, слуга у своего господина! Я никогда не становился ни перед кем на колени, но я встал перед вами, потому что, когда у меня будут деньги, она пойдет за меня, когда у меня будут деньги, но эта старая стерва никак не умрет! Я не могу без нее жить, поймите, Алексей. Вы никогда не понимаете, что такое человек, когда он любит. Бог мой, вы пойдите к ней и так ласково, с улыбкой, скажите, что я ее люблю. Я ее люблю. Люблю. Ах, Алексей Иванович.
человек. И жизнь моя кончена. Ich bin pleite und ich wollte dich fragen, ob du mir vielleicht mal, ob du mir Geld leihen kannst, damit ich mal einmal Ruhrgeld spielen kann, danach nie wieder, damit ich endlich mal ins Reine komme in den ganzen Sachen. Ja, bitte. Wo ist er denn? Im Hotel! Gut, in welchem Hotel? Dies. Da, wo er immer war. Ich kenne ihn nicht. Ich weiß nicht, wo er immer war. Lüge, er sieht nicht! Alles Lüge! Okay, it's okay. It's okay, relax. Ich helfe dem General. Ja? Ja. Ich helfe. Versprochen. Wir helfen nicht dem General! Aber ich meine, Sie brauchen Hilfe. Nein, der General braucht Hilfe. Der General braucht Hilfe. Nein, wenn nicht der General! Lass mich in Ruhe! Dann verstehen Sie das auch. Widrige Umstände zwingen mich unverzüglich abzureisen. Da ich weiß, dass Ihr Stiefvater auch Ihr Geld verschwendet hat, habe ich mich entschieden, den 50.000 seiner Schulden zu Ihren Gunsten zu erlassen. Sie werden die Summe einklagen können. Seien Sie überzeugt, dass ich die Erinnerung an Sie immer und ewig in meinem Herzen tragen werde. Das ist eine coole Handschrift. Das lässt ja an Deutlichkeit nichts übrig, oder? Haben Sie denn etwas anderes erwartet? Ich habe überhaupt nichts erwartet. Wissen Sie, wenn diese Nachricht von der Erbschaft gekommen wäre,
Und dieses Geld, was ihm der Idiot, mein Stiefvater, schuldet, gekommen wäre, dann hätte ich ihm das einfach vor die Füße geschmissen, wissen Sie? Ich hab den... General, du kannst auch den Schuldschein nehmen und es einfach den Frau zurückschicken. Das geht nicht. Okay. Alexander, ist doch hier jetzt! 20, Bad Perunta. Für 5, für 10.000, Transversale Sample 25, 50.000. Das war das letzte Spiel an diesem Tisch. Ich muss noch zwei, dreimal spielen, bitte. Nichts geht mehr. Ich habe Casino bei mir spielen gesehen. Du bist sehr mutig. Aber du musst diesen Ort sofort verlassen, sonst verlierst du alles. Guck mal, ich habe 200.000. Na los, geh hin. Wirf sie ihm ins Gesicht. Jetzt haben wir die 50.000. Na los, gehen Sie zu ihm. Ich will ihr scheiß Geld nicht. Aber ich gebe es dir als Freund, Paulina. Ich will keine Geldgeschenke, Mann. Was redest du denn da? Ich hasse dich! Ich hasse dich! Ich liebe dich genauso wie ich diesen Scheiß hier kriege! Kauf mich, aber willst du mich kaufen? 50.000? Ja, kauf mich. Ich will dir das für Mr. Astley erzählen. Der wartet immer. Egal, wo wir sind, der steht immer irgendwo und wartet. Ich wette, der steht da jetzt hinter dem Fenster. Lass geh mal gucken. Komm. Was sie sagt und ihn sieht. Und Mr. Astley.
Aber der wird sich natürlich in die Schlucht stützen. Ich glaube, ich hätte dich zu Franzosen töten lassen. Also, wo sind jetzt meine 50.000? Was ist denn jetzt schon? Sie liegen auf dem Tisch. Ich habe sie gestern Abend schon abgezählt. Ist dir nicht zu schade geworden, das Geld in der Zwischenzeit? Das ist jetzt also alles meins, ja? Natürlich. Es war schon immer, ja, es war schon immer deins. Alles in Ordnung. Hier hast du dein Scheißgeld, Mann!
Glückwunsch, dass Sie so viel Geld gewonnen haben. Sie müssen sich wunderbar fühlen. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Gratulation. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind großartig. Wissen Sie vielleicht, wo Paulina ist? Paulina, haben Sie sie gesehen? Wir sind im Hotel. Bei welchem Hotel denn? Angleterre. Sie ist krank. Sie wollen doch nicht, dass sie bei Ihnen bleibt, oder? Das will ich. Mr. Astley, das geht nicht. Sie muss zu ihrer Familie. Sie muss sofort hier weg. Ich weiß, dass sie krank ist. Und das ist auch der Grund, warum sie die ganze Nacht bei Ihnen verbracht hat. Das wissen Sie? Ja. Ich wollte Paulina gestern zu meinen Verwandten bringen. Und nur weil sie krank war, ist sie bei Ihnen geblieben. Wissen Sie, gestern, als sie bei mir war, da haben wir uns so amüsiert. Das war so unglaublich lustig. Sie hat die ganze Zeit gelacht über sie. Sie meinte, Alexei, geh doch mal rausgucken. Mr. Astley steht bestimmt vor dem Fenster und guckt uns jetzt zu. Wirklich? Ja. Nein, ich stand nicht vor dem Fenster. Ich war vor ihrer Tür. Die ganze Nacht. Mr. Astley, worauf wollen Sie hinaus? Ich sage Ihnen eins, wenn Paulina stirbt, dann sind Sie mir für Ihren Tod verantwortlich. Sagen Sie, ist es richtig, dass Sie gestern 200.000 Taler gewonnen haben? Nein, 100.000 Gulden. Na sehen Sie, dann werden Sie also heute noch nach Paris abreisen. Nein. Alle Russen, die Geld haben, reisen nach Paris. Mr. Astley, ich liebe Paulina. Ich bin überzeugt davon, dass Sie sie nicht lieben. Und wenn Sie noch länger hier bleiben, dann werden Sie alles verspielen und kein Geld mehr haben, um nach Paris zu reisen. Sehen Sie? Leben Sie wohl. Ich bin sicher, Sie werden heute noch abreisen. Ich werde es Paulina ausrichten. Alexei? Komm zu mir. Sie sind abgestumpft und lassen sich gehen, Alexei. Sie haben all das schöne Geld verspielt. Ich habe es ausgegeben. Ich habe noch viel mehr als das Glück verspielt. Ich habe noch viel mehr als das Geld verspielt. Ich habe etwas verspielt.
was ich gar nicht hatte. Sie sind dumm, was man nicht hat, kann man nicht verspielen. Haben Sie etwas von Paulina gehört? Paulina ist sehr krank, sie ist in der Schweiz. Und der Krüger ist auch in der Schweiz? Paulina hat sie geliebt. Mehr noch. Ich kann Ihnen sagen, sie liebt sie immer noch. Aber Sie bleiben ja doch hier. Ich werde noch einmal spielen, noch einmal mein Glück versuchen und danach fahre ich sofort zu Paulina. Alexei, ich würde Ihnen das Doppelte geben, wenn ich nicht ganz sicher wäre, dass Sie es nur verspielen.